Hallo, ich bin Frank Schlesinger von Immobilien-Scout24 und ich habe hier einen Talk jetzt gleich über das Thema Scaling Agile, gleich Scaling Transparency und die Tools, die wir dafür entwickelt haben und eben wie die laufen. Go, ja? Alles klar. Ja, also herzlich willkommen. Ich habe auch den Titel der ganzen Konferenz so ein bisschen verwurstet in meinem Vortragstitel dann doch, also Tools for Scaling Agile. Frank Schlesinger, Immobilien-Scout, haben wir gesagt. Die Frage wurde schon gestellt, ist aber, habt ihr nochmal orange auf weiß für euch explizit drauf. Wir sind eine Company. Was wir machen, ist, glaube ich, bekannt, brauche ich wenig zu sagen, wir sind eine Company. Wir sind nicht klein, wir sind auch nicht besonders groß, mit 600 Leuten, davon irgendwie, was habe ich geschrieben, 160, die irgendwie in der IT-Hierarchie sind. Insgesamt mit Produktentwicklung beschäftigen sich dann durchaus so 200, 220 Leute. Da haben wir auch andere Abteilungen, Product Owner zum Beispiel sind nicht in der IT-Hierarchie bei uns, sondern machen ja was in den Scrum-Teams. Da haben wir einfach eine bestimmte Größe erreicht, die für uns dazu führt, dass wir uns mit Dingen beschäftigen müssen, mit denen man sich nicht beschäftigen muss, sondern vielleicht nur zwei Teams. Und darum soll es in dem Vortrag letzten Endes auch gehen. Was man noch wissen muss, und da rennen wir auch immer rum seit Jahren auf Konferenzen und sagen, Mensch, agil bei Immobilien-Scout, also gerade Scrum bei Immobilien-Scout ist ja eine Erfolgsgeschichte. Wir haben es 2008 eingeführt damals. Unser damaliger CTO hat gesagt, wir machen das jetzt so, wir machen das jetzt alle komplett, ihr kriegt ein Consulting, ihr macht das richtig nach Lehrbuch. Und das ist dann aber auch wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen. Haben das massiv ausgerollt, haben über die Jahre aber auch das Thema für uns weiterentwickelt. Sowas wie die Teams, wenn die am gleichen Thema der Plattform gearbeitet haben, haben wir die zu sogenannten Service Lines zusammenarbeiten lassen, sodass die sowas wie Cross-Funktionalität auch über Teamgrenzen hinweg nutzen konnten oder einfach auch Entscheidungen auf einer gemeinsamen Produktbasis treffen können. Sowas haben wir gemacht. Wir haben eine alte Hierarchie immer noch da, das heißt alt, das meine ich gar nicht böse, sondern die ist da, aber eigentlich spielt die keine große Rolle mehr. Wir sind eine Matrix-Organisation, sagen wir immer. Das heißt, dass ich zum Beispiel in einem Team mit einem Kollegen arbeite, der hat einen ganz anderen Chef als ich und die Chefs von den beiden haben auch wieder andere Chefs und es läuft dann vielleicht irgendwo ganz oben zusammen. Das spielt also eigentlich keine Rolle. Und wenn ich mich irgendwie mit dem einigen muss, dann muss ich das halt tun, weil wo soll ich es hin eskalieren? Zur Geschäftsführung, das macht keinen Sinn, das ist Matrix-Organisation. Ne? Wir müssen es irgendwie hinkriegen, finde ich ganz gut. Und ein ganz Thema, was wir auch jetzt seit anderthalb, zwei Jahren so massiv beackern, ist bei uns den Betrieb, also die Produktionsabteilung, also die Leute, die am Ende die Server betreuen, monitoren, warten, dafür sorgen, dass die Produkte auf den Servern laufen, die auch zu agilisieren. Und da sind dann so Sachen wie DevOps, also Zusammenarbeit zwischen Betrieblern und Entwicklern und Entwicklern und Betrieblern und End-to-End-Verantwortung. Das sind so Themen, wo wir auch viel tun und viel rumrennen. Also alles irre, alles gut. Und deswegen fühle ich mich auch so wohl. Ich bin dann nämlich Scrum Master. Ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, was ich eigentlich mache. Steht auf meiner Visitenkarte. Man muss dazu sagen, ich arbeite nicht nur in dieser Rolle in der Firma. Also ich kann natürlich so ein Team als Scrum Master begleiten. Das tue ich auch hin und wieder. Ich mache aber auch andere Sachen wie, ihr braucht ein bisschen agiles Coaching oder ihr braucht mal jemanden, der sich euren Kanban-Prozess anguckt oder ihr braucht organisatorische Change-Unterstützung. Sowas mache ich auch und deswegen bin ich auch mit dem Thema heute hier, weil das tue ich gerade bei Immobilien-Scout. Warum tue ich da überhaupt was? Weil ich bin da jetzt erst seit anderthalb Jahren und gerade im letzten Jahr dachte ich so, ich glaube das alles, das ist alles gut und trotzdem hatte ich hin und wieder so ein Fragezeichen im Kopf bei Dingen, wo ich denke, huch, das, wenn ich als Entwickler arbeiten würde, wäre das ein Code-Smell, vielleicht ist es ein Orga-Smell. Was man relativ schnell merkt, ist, dass man irgendwie seine Teams hat und die sind super effizient und die liefern und die können auch sich zwischen den Sprints umentscheiden, was die bauen und alles ist super und drumherum wird viel gestöhnt. Da gibt es eine Marketingabteilung, die sagt, seid ihr denn wahnsinnig? Ihr müsst uns schon drei Monate vorher sagen, wenn wir hier die neue Geschichte da irgendwie pitchen sollen für die Messe oder sonst irgendwas. Ja? Oder müssen, das geht gar nicht. Ja? Oder eine kaufmännische Abteilung sagt, ihr könnt doch jetzt nicht einfach da irgend so ein neues Feature auf die Seite nehmen, ihr habt euch überhaupt noch keinen Payment-Prozess überlegt. Ja? Also andere haben damit Probleme, dass wir so agil sind. Gemein, ne? Aber so ist es, das merkt man. Was man auch merkt, ist, man hat dann halt irgendwie alle Teams ausgestattet mit super engagierten Scrum-Mastern, die räumen den ganzen Tag Impediments weg und irgendwann liegen die Impediments und die Blocker ja nicht mehr im Team, wenn es gut läuft, sondern außerhalb. Ja? Oder vielleicht liegen sie bei einem anderen Team, weil man voneinander abhängig ist. Und dann gehe ich zu einem anderen Team hin und sage so, ey, ich habe echt ein Problem, weil ihr blockiert mein Team gerade. Und dann kommt da der Scrum Master und stellt sich vor das Team und plötzlich reiben sich die Scrum Master untereinander. Solche
Dinge hat man, ja. Also wenn man gut genug optimiert, optimiert man die Teams nur noch auf Kosten anderer. Gibt es. Haben wir beobachtet. Wir haben trotz all der tollen Transparenzdinge, die Agil so tut, immer noch das Bedürfnis nach Reporting. Also immer noch das Bedürfnis, dass in der Hierarchie jemand sagt, okay, einmal in der Woche hätte ich gerne 3 Sätze von euch, was ist gut gelaufen, was ist denn schlecht gelaufen. Ja? Und kein Feedback. Also ich weiß nicht mal, wird es gelesen oder nicht, aber es passiert. Manchmal passiert es auch nicht, machen wir einfach nicht. Es macht auch nicht, aber es gibt dieses Bedürfnis danach, was an sich irgendwie komisch ist. Die komischste Geschichte war aber, als wir im letzten Jahr einen neuen CTO bekommen haben, der ist auch mittlerweile nicht mehr bei uns. Will ich nur sagen, nicht, dass ihr guckt, wer ist denn jetzt der gerade der CTO bei Immobilienscout, was macht denn der für ein Quatsch? So ist es nicht. Ja? Aber wir hatten einen, der kam rein und war ganz spannend. Ich habe den auch gut leiden können und der hat dann 2 Monate, hat er sich erstmal Zeit gegeben, uns kennenzulernen, sehr vernünftig. Und nach 2 Monaten sagte er so zum Scrum Master Team, ich habe ein großes Problem. Ich bin ja irgendwie der Chef der IT. Ja? Ich bin irgendwie für 160 People hier verantwortlich, muss gucken, dass die einen guten Job machen können. Auch und ich sehe einfach nicht, was die tun. Ich verstehe das nicht. Ich sehe nichts. Helft mir. Wir haben es versucht. Wir haben es aber nicht so geschafft und nicht so schnell, dass er sagte, ich bin entspannt. Und dann hat er gesagt, okay, was kenne ich denn? Function Point Analyse kenne ich. Kennt die jemand von euch? Wer kennt die? Ja, ich sag mal nur so viel. Das ist ein Verfahren, mit dem man Software bewertet hinsichtlich von Größe. Man kann darüber auch Softwareprojekte benchmarken zum Beispiel. Man kann das benutzen, wenn man daran glaubt, um Kostenschätzungen für Software zu machen oder andere interessante Analysen zu tun. Das Ding ist groß, das ist mächtig, das ist recht kompliziert. Man braucht Experten dafür, die das tun. Das können die Teams nicht selbst. Und das ist kulturell eher nicht aus dem agilen Hintergrund, ist auch viel älter. Ist trotzdem abstraktes Schätzmaß, also ist gar nicht mal, es ist nicht Lines of Code, so schlimm ist es nicht. Ja. Aber es ist tatsächlich etwas, was wir auch gespürt haben, was uns echt gar nicht hilft. So, aber dass jemand auf die Idee kommt, wenn er zu Immobilien-Scout geht, zu sagt so, okay, ich sehe hier nichts, ich nehme mal was Altes aus den späten 70er Jahren und machen wir jetzt hier so. Und das war schon eine große Nummer. So, was habe ich dabei gelernt? Ich habe gelernt, ich stelle mal eine These auf. Die These ist, ich glaube, agil und Transparenz, super. Agil macht alles transparent, aber nicht fürs Management. Wie war denn das früher? Früher Management, also früher hatte man so pro Produkt und Projekt, hatte man einen Projektleiter. Ja? In der guten alten Zeit. Und der Projektleiter, der hatte das Wissen, was läuft, wie weit ist das Produkt, was sind die Probleme, wie gut sind die Mitarbeiter. Das hatte der in seinem Kopf. Und dann gab es wahrscheinlich einmal in der Woche, haben sich die Projektleiter beim Manager getroffen, im Steering Committee. Und dann haben die halt reported. Und dann haben die ihm halt einen Gantt-Chart gezeigt. Und dann haben sie ihm halt irgendwie die Critical Path erklärt. Und der Manager ist dann einmal eine Woche rausgekommen und hatte das Gefühl, es ist transparent. Ja? Er hatte was zu tun, er hatte was zu entscheiden. Ja? Es war vermutlich alles, also würde man ja heute aus einer agilen Sicht und Weise sagen, die ganze Geschichte war eh mehr fishy als irgendwie war. So tendenziell Gantt-Chart gelogen, so, aber fühlte sich zumindest irgendwie sinnvoll an für den Menschen. Und dann kommen wir, machen Scrum, erhöhen die Transparenz in den Teams, machen Selbstorganisation in den Teams, nehmen die Gantt-Charts von der Wand, machen alles nicht mehr und stellen aber nichts dafür hin. Und sagen dem Manager, geh mal Management 3.0 machen. So. Ich finde es auch gut, ne? Aber trotzdem gibt es Bedürfnisse, glaube ich, die noch nicht adressiert sind. Und deswegen glaube ich, das kann man, also ich unterschreibe das immer so. Ich sage, ja, für dich, Manager hat die Transparenz abgenommen, ist ein Problem. Ja, okay, kümmern wir uns drum. Was heißt denn das? Das heißt für uns, dass wir gesagt haben, jetzt versuchen wir mal dieses Problem also erstmal ernst zu nehmen und dann zu lösen. Wir heißt wir Scrum Master und ein paar Teamleiter, die auch so ein gutes Mindset haben und sagen, sie wollen sich darum auch kümmern. Wir nehmen uns mal die Dinge, die agil so auszeichnen. Es gibt ja verschiedene Sachen. Fokus ist eine sehr agile Geschichte und Empowerment ist eine total agile Geschichte und Fehlerkultur und Learning Culture, sagt man ja. Entschuldigung. Wir nehmen jetzt mal die Transparenz als den einen großen Agile und die drehen wir jetzt mal voll auf. Also die IT so gesehen als Blackbox ganz oft bei uns so, gerade von den Produktleuten, das ist ja noch schlimmer, die verstehen dann wirklich nicht, was wir da tun. Die sagen, was wir tun sollen, aber wie wir es machen, verstehen sie nicht. Wir machen einfach mal auf und zeigen, wie es ist. Wir zeigen, was wir messen können. Ob das Sinn macht oder nicht, wissen wir noch gar nicht. Ja, wir drehen es aber mal voll auf. Lass mal auch so ein Stück weit da durch die Hose runter. Das macht uns auch Angst, weil wir wissen ja nicht, was denn sozusagen Management mit uns macht, wenn die plötzlich alles sehen. Aber gucken, ja? Einfach mal gucken, was passiert. Das war so unsere Idee, Transparenz mal irgendwie aufzudrehen und zu gucken. Das bedeutet, wir haben uns sehr schnell die Tool-Frage natürlich gestellt. Unser Ansatz hier war zu sagen,
Tools, die Transparenz schaffen, kennen wir schon, weil wir sind Scrum Master, wir arbeiten mit Teams. Und in Teams habe ich auch Tools, die Transparenz schaffen, eingeführt, damit dieses Team seine Selbstorganisation hinkriegt. Und ich sage ein Team immer, es gibt so vier Bereiche, da müsst ihr, vielleicht nicht am ersten Tag, aber über die Zeit, müsst ihr euch richtig gut auskennen. Ihr 7 ± 2 Leute eines Scrum-Teams, das müsst ihr wissen. Ja? Ihr müsst wissen, wie es euch geht, ihr müsst wissen, ob ihr vorankommt, ihr müsst wissen, ob ihr das Richtige macht und ihr müsst wissen, ob ihr es auf die richtige Art und Weise macht. Und was heißt das dann? Ne? Machen wir das Richtige? Das sind so Themen wie, erzeugt ihr eigentlich irgendwie Value? Liefert ihr irgendwas? Ja, Value kann auch Learning sein. Also ja, ich habe irgendwie zum Beispiel Lean Startup Approach und mache ein Minimum Viable Product und habe am Ende irgendwie gelernt, nach einem halben Tag Arbeit, ich habe eine ganz doofe Idee, verfolge die nicht weiter, das ist Value. Aber seid ihr euch sicher, dass ihr das tut? Oder entwickelt ihr einfach 3 Sprints voreinander hin, weil der PO gesagt hat, das sind die Stories? Und am Ende wundert ihr euch, dass das keinen Erfolg hat einmal. Customer Delight, ja, Feedback holen. Wie viel Feedback kriegt ihr von den Kunden? Habt ihr Feedback-Mechanismen eingebaut, dass die Kunden euch sagen können, das ist das, was ihr braucht oder nicht? Also das ist alles so, das ist die Frage, macht man das richtig? Und da gibt es auch auf der Teamebene Dinge, die man tun kann für. Eins, was ich immer ganz gerne mache, ist tatsächlich das Thema Business Value, was immer so ein bisschen stiefmütterlich in der Literatur behandelt wird, für meinen Geschmack, mal explizit machen. Und mal in so ein Sprint-Planning wenn man sich dann auf irgendwas committet, nicht nur sagen, committet euch mal nicht nur auf Storypoint, sondern committet euch mal auf den Value da drin. Ja, welcher Value? Ja, schreibt doch mal einen rein. Dann muss ich mir überlegen, was ist das für Value? Ja. Ja, also redet mal über Business Value. Was meint ihr damit? Vielleicht auch mit Geld. Ist egal. Zweite Sache. Machen wir es auf die richtige Art und Weise. Ist bewusst das Zweite. Ne? Es ist wichtiger, das Richtige zu tun, als das Falsche richtig zu tun. Aber auch das ist wichtig. Da geht es immer um so Themen wie, also ich bin ja auch auf einem Tech-Background, habe eine große Affinität auch zu Clean Code und solchen Geschichten, zu Wartbarkeit, Test-Driven. Ist für mich deswegen auch mal ganz wichtig, so ein Team zu sagen, ey, ihr müsst die Software jetzt so entwickeln, dass ich in 3 Monaten, wenn ich euer PO wäre, sagen kann, Entschuldigung, ich habe mich geirrt, wir machen jetzt was anderes. Und ihr müsst es genauso einbauen, dass es einfach flutscht, das darf jetzt nicht teurer sein. Ne? So, das ist so dieser Kostenaspekt auch, den ein Team für sich kontrollieren muss. Da stecken dann sofort Themen drin wie CI, kennt ihr sicherlich alle, Continuous Integration. Ne? Wir machen bei uns sogar CLD, Continuous Live Deployment, was sehr cool ist. Heißt, wenn das Feature abgenommen ist vom PO, so durchaus auch im Sprint, dann drückt man auf den Knopf und dann geht das auf die Seite live in dem Moment, also eine halbe Stunde später. Ne? Also wird dann immer irgendwie nochmal durchgetestet, automatisiert und dann kommt es raus. Und diese Grad an Automation ist auch wieder eigentlich im Endeffekt ein Kostending. Ne? Ich will nicht am Ende einen riesen Abnahmeprozess haben. Also machen wir das Richtige, ist für mich immer eine Kostenfrage. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Team hat da ein Problem, mein Team beschäftigt sich zum Beispiel mehr mit Bugfixing oder Refactorings als mit Story-Entwicklern. Mein Kind, die auch. Mein Team sitzt, Entschuldigung, ich komme aus der Rolle nicht. Also, die sitzen mehr in Meetings als irgendwas anderes. Dann sage ich, lasst uns doch einfach mal die Aufwände erfassen. Ich rede nicht von Zeiterfassung. Ich will nicht wissen, wann ein Typ morgen im Büro ist, morgens, und wann er geht oder wie viele Raucherpausen er am Tag macht. Das ist völlig egal. Wir haben auch keine Zeiterfassung. Das ist Vertrauensarbeitszeit. Aber mich interessiert, wie als Team, wie gut sie in der Lage sind, pro Woche anteilig Zeit in Story-Entwicklung zu stecken, in Bug-Entwicklung zum Beispiel, ja, um darüber zu sagen, haben wir vielleicht ein Problem? Hey, ihr macht 50% der Aufwände, gehen ins Bug-Fixing. Ach so, ihr macht Legacy-App und ach, die habt ihr übernommen. Okay, ich verstehe. Aber nee, ihr macht doch eine ganz neue gerade. Die ist doch erst einen Monat alt. Was ist es denn? Dann brauchen wir also Kompetenzen zum Beispiel. So. Wie geht's euch? So, das ist eine Frage nach, haben wir eine Feedback-Kultur im Team? Was sind die Ängste und Bedürfnisse der Mitarbeiter? Moving Motivators Game kennt man von Apollo. Neues Team gebaut, Tuckman Cycle. Ne? Wie war das nochmal? Irgendwie Norming? Nee. Forming? Storming, Norming, Performing, ne? Also neue Teams streiten sich erstmal, bis sie darüber hinaus sind und dann irgendwann Regeln definieren und zusammenarbeiten können. Da brauchen sie auch eine Einsicht selbst drüber, um da wieder rauszukommen, finde ich immer. Diese Dinge sollen sie für sich erkennen. Das wichtigste Ding, was man auf einer Teamebene dann macht, ist halt so regelmäßige Retrospektiven. Ja, das ist für mich halt ein super Werkzeug, um auch Teambuilding voranzubringen. Auch Konflikte, die vielleicht noch nicht ganz offen sind, bewusst zu öffnen, ja, da an der Stelle. Um mal Dampf abzulassen, kann man alles da machen. Und kommen wir eigentlich voran? Da sind Themen drin, wie haben wir Flow? Und was heißt denn das eigentlich? Ja, also im Endeffekt mit Produktivitätsfrage zu stellen. So,
Wie schnell liefern wir? Wie oft liefern wir? Wie ist unsere, wenn man Scrum macht, wie ist unsere Velocity? Ist die nachhaltig? Ne? Scrum sagt, ihr müsst als Team, ist euer Job, nachhaltige Geschwindigkeit, also nicht steigen, sondern nachhaltige Geschwindigkeit zu etablieren und dann eben auch zu halten, damit ihr planbar seid. In Kanban würde ich sagen, ey, optimiert doch mal Lead Time, Cycle Time. Kümmert euch mal um die Themen. Wie viel Work in Progress habt ihr denn? Wie viele Blocker und Impediments kommen denn da? Wo kommen die denn her? Haben wir ein systemisches Problem? Müssen wir da mal hingucken. Also habt ihr Flow? Das großartigste Tool dafür ist ein gut funktionierendes Board. Und ich will mich nicht darüber streiten, ob elektronisch oder physisch, ich sage ein großartig funktionierendes Board für das Team. Ja? Wenn das den Prozess, den Flow abbildet und das Team daran erkennen kann, wir sind gerade blockiert, dann bin ich super zufrieden, dann haben wir es. Das sind die Dinge, die wir auf einer Teamebene haben. Und wenn ein Team diese Dinge gut einsetzt, dann sind sie selbst organisiert und funktionieren gut. Jetzt haben wir 25 bis 30, je nachdem wie man zählt, Teams mit einem Management darüber. Und das sind alles kluge Köpfe bei uns im Management. Die wollen alle versuchen, ihren Teil dazu beizutragen, die gesamte Unternehmensvision irgendwie runterzubrechen und den Teams zu helfen, sie zu erfüllen. Ich kann denen aber tatsächlich nicht sagen, geht doch mal irgendwie in 26 Retros im Monat und kommt doch bitte in 26 Dailies in der Woche. Das skaliert nicht mehr. So, ich will, dass die Gemba Walks machen, versteht mich bitte nicht falsch. Die sollen hin und wieder kommen, aber das ist was anderes. Da geht es um Vertrauen, da geht es um mal direkte Einsichten. Ich möchte aber die Dinge, die wir hier tun, weil ich glaube, dass die richtig sind, auf irgendeine Art und Weise in das Management, in die Linie sozusagen bei uns hineinskaliert bekommen. Okay. Eine Sache, die wir uns überlegt haben für die Frage, machen wir eigentlich das Richtige, ist, dass wir sagen, Business Failure explizit machen auf einer Teamebene ist schön, machen wir das doch generell. Wann immer irgendwo bei uns ein Epic erstellt wird, Epic heißt also eine größere Sache, ne? Also wir haben es nicht hart definiert, ja? Aber Epic ist schon klar, ist mehr als eine Story. So ein Epic hat vielleicht so 10 Stories und empirisch gemessen dauert ein Epic bei uns ungefähr 6 Wochen. Ja? Also schon nicht so, nicht ohne. Dann überleg dir doch bitte, welche Art Wert lieferst du? Was ist deine Ziel-KPI? Key Performance Indicator, kennt ihr das? So Business-Metrik, wollt ihr irgendwie 3.000 Euro mehr Umsatz, wollt ihr irgendwie mehr Visitors auf der Seite, das sind KPIs. Habt ihr eine für das Epic? Und dann schätzt doch bitte den Business Value. Und dafür haben wir etabliert Business Value Estimation bei uns. Also das haben wir auch nicht erfunden, das haben wir uns irgendwo geklaut, nehme ich an. Aber so wie das tun wir regelmäßig. Und ein Meeting-Format, das nennt sich das Product Board, wo halt Produktentscheider, aber auch Teamvertreter drin sitzen und diese Dinge regelmäßig besprechen. Wie sieht denn das aus? Value Driver haben wir gesagt, wann immer wir irgendein Epic bauen, zahlt es eigentlich auf eine von 4 Bereichen irgendwie ein. Das ist Wachstum, Growth, also irgendwie Umsatzwachstum, Wachstum von Conversion, was bei uns heißt, ihr kommt als Suchender auf die Seite, findet die Immobilie und setzt am Ende eine Anfrage beim Makler ab, dann haben wir euren Traffic konvertiert, weil das freut den Makler, der bezahlt uns dafür. Ja, das zu steigern ist für uns ein Business Value, ganz klar. Wenn ich eine Idee habe auf einer Epic-Ebene, die darauf einzahlt, dann sage ich, das ist Growth. Kann auch sein, dass ich sage, ich habe ganz tolle Ideen, die ich für die Kunden tun kann, ja? Wo ich aber nicht direkt einen Growth Case dahinter sehe. Responsive Website, ja? Ist ganz sicherlich etwas, was man heute haben sollte, haben muss, für die Suchenden erwarten das. Ja? Ich weiß aber nicht unbedingt, wie viel Umsatz dahinter steht. Muss ich dann auch nicht sagen. Ich sage einfach, ich will, dass dir das Feedback im Mobile Web Store so und so hoch ist. Wäre auch eine KPI aus dem Bereich. Learning and Optimization ist interessant, hier geht es tatsächlich um Team-Dinge. Ja? Ein Epic zu bauen, was am Ende dem Team hilft, besser zu sein. Ja? Finde ich spannend. Quality, klassisch, ne? Ich muss jetzt irgendwie Security-Sachen einbauen, ich muss tatsächlich die Legacy-App jetzt mal refactoren, ich kann mich nicht mehr drücken, sind so Themen da. Und wir erwarten, dass jedes Epic eindeutig zugewiesen wird. Wenn ein Epic auf mehr als ein Thema einzahlt, dann muss man sich entscheiden, was das Wichtigste ist. Ziel-KPI sieht bei uns zum Beispiel so aus. Das ist ein Epic, heißt Single-Checkout im Projekt BUI mit der Nummer 61. Wichtig ist, hier unten der Teil, Laser finden hier, ein Monat nach dem Live-Gang dieses Epics gibt es keine Kundenbeschwerden, die sich wegen eines falschen Laufzeitendes ihres Vertrages beschweren. Da sind 2 messbare Dinge drin. Also nach einem Monat, nachdem das Epic gelauncht ist, messen wir. Und was messen wir? Dass wir 0 Kundenbeschwerden zu diesem Grund haben. Ja? Das wird vielleicht nicht so sein. Man schätzt das ja, man will das ja erreichen. Es kann sein, dass man nach einem Monat feststellt, es gibt 10 Kundenbeschwerden dazu. Aber dann hat man wieder was gelernt. Dann kann man sagen, wir haben es nicht geschafft, den Wert zu liefern, den wir liefern wollten. Das hätten wir dann anders machen müssen.
wenn man so ein Epic vorbereitet hat mit so einem Value Driver und einem KPI, dann sitzt man in diesem Product Board zusammen und spielt dann tatsächlich Story Point Poker auf Business Value Ebene mit einer anderen Skala. Da sitzen dann halt die, also ich habe vorhin ja gesagt Service Lines, also mehrere Teams, die zusammen an dem Bereich arbeiten. Da sind dann manchmal 4-5 Teams zusammen mit 4-5 POs. Meistens haben die noch ein Head PO heißt das bei uns, der so ein bisschen übergeordnete Priorisierung von den Themen macht. Dann gibt es da sicherlich irgendein IT-Management drin, ein paar Stakeholder in der Runde und jemanden aus dem Team, vielleicht auch einen Architekten. Und die sagen, okay, was sind die nächsten drei Epics, die wir noch nicht estimiert haben bezüglich Business Value? Der PO, der sie erstellt hat, stellt die vor und danach wird gesagt, ich glaube, das ist eine 1000. 1000 was? Egal, ihr kennt das Prinzip, abstraktes Schätzmaß. Ne? Das ist eine 1000, weil es ist doppelt so groß wie die 500 letztes Mal, also doppelt so wertvoll, Entschuldigung. Ja? Und dann hast du sehr schnell diese Diskussion, warum denkst du denn, es ist doppelt so wertvoll? Naja, weil. Und diese Diskussionen, genau wie beim Storyplanning, beim Storypoker, diese Diskussionen liefern total viel Wert, weil ich kriege die POs dazu, untereinander zu priorisieren und nicht mal darüber zu unterhalten, was liefert denn den Wert. So, das ist cool, das ist ein Tool, was wir machen, was wir einsetzen. Für machen wir das Richtige. Wir machen das so, vor dem Bau eines Epics schätzen, liefern, danach Assessment machen und gucken, haben wir die KPI erreicht, wie viel Business Value haben wir denn wirklich erreicht. Ne? Und was kann man dann zum Beispiel tun? Man kann mal sagen, okay, was haben wir denn im letzten Monat so an Epics ausgeliefert und in welchen Bereichen liegen denn so die Value Driver? So, ne? It's a pie chart, must be true, kennt ihr Dilbert? Insofern kann ich das dem Top-Management jetzt zeigen, GFGL bei uns, also Geschäftsführung, Geschäftsleitung, sagen so, ihr habt doch eine Strategie ausgerufen nach, wir wollen Umsatzwachstum haben. Irgendwie deckt sich das bei uns in den Epics nicht. Ist ja kein Stress, wir haben es ja jetzt gesehen, jetzt können wir das Ding tun. Oder findet ihr das, oder ist es eigentlich sogar so? Wolltet ihr eigentlich die lernende Organisation werden? Ja? Das ist eine Möglichkeit, mal darüber zu reden, ob eigentlich die Dinge in die Richtung, wie man, ob das Alignment stimmt, wie man so schön sagt. Okay? Zweites Thema, machen wir eigentlich das Richtige, ich habe gesagt, Kostenthema auf der Teamebene. Wie kriegt man dieses Thema Aufwandserfassung irgendwie leichtgewichtig und ohne, dass es wehtut, benutzbar auch fürs Management? Mit Lego ist die Antwort. Wir haben lange überlegt, was wir machen. Wir sind von so Sachen wie, mach mal Commit-Comments, muss man die Minuten reinschreiben, die man gebraucht hat, bevor man das committen konnte, was total irre ist. Weil dann die Leute mehr Zeit haben, wisst ihr, ist egal. Was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, pass auf, macht ganz einfach. Stellt euch einfach vor, jeder Tag hat ja ungefähr 8 Stunden und bei jedem Daily nehmt ihr 4 Lego-Steine in die Hand. Ein Lego-Stein entspricht 2 Stunden Aufwand. Und nach dem Daily geht ihr irgendwie an eure Basisplatte und steckt auf einen Story-Bereich anteilig, wie viel Aufwand konntet ihr investieren. Also wenn das Team gerade an 2 Stories arbeitet und ich als Entwickler konnte gestern einen halben Tag richtig schön fokussiert an Story A arbeiten, nämlich 2 Lego-Steine, legt ihr auf Story A. Ich habe noch einen Vierteltag in Meetings gesessen, mein Team trackt diese Meetingzeit nicht, stecke ich nirgendwo hin. Und ich habe noch einen Vierteltag auf Story B gesessen, stecke ich auf Story B. Und dann steht halt in so einer Team-Area auf so einem Basisboard hier tatsächlich dann über einen Sprint so Stacks, wo hier unten, das seht ihr vielleicht, Post-it einfach drunter geklebt mit der Jira-ID bei uns. Und dann kann man, wenn die Story durch ist, tatsächlich den Aufwand daran erfassen. Das ist eine Dienstleistung, die ich dann als Scrum Master auch gerne erbringe für das Team. Auf eine Epic-Ebene hoch aggregiert und dann sieht man plötzlich Sachen. Man sieht zum Beispiel, wie eine Aufwandsverteilung von einem Team, von der Service-Line, von einer Abteilung über die Zeit sich verhält. Sind die Maßnahmen, ja. Haben die Farben eine Bedeutung gehabt beim Lego? Nein. Okay. Kriegst du dann diese unterschiedlichen Sachen raus? Rechts, diese unterschiedlichen Sachen. Das kriege ich raus, indem ich zum Beispiel sage, dieser Haufen ist eine Story. Dieser Haufen da, die ID, die da drunter ist in Jira ein Bug. Ja? Das Team misst, das haben wir als Policy nicht definiert, dieses Team misst vielleicht noch Ablenkungen, weil sie sagen, ey, wir finden das total cool, wir wollen es wissen. Ja? Dann ist das der Meetinghaufen. So kriegt man das raus. Es gibt Teams, die kaufen sich dann extra Star Wars Lego oder andere Sachen und bauen dann da tatsächlich kreative Dinge. Das sind Gamification Wins. Ne? Also man kriegt auch Entwickler, auch, wenn man es möchte, so auch leichter dazu, sich mit so einem Thema mal zu beschäftigen. Man darf es nicht manipulativ machen, ne? Das ist wichtig. Entwicklung, ja? Ich habe zum Beispiel Maßnahmen ergriffen, wie, oh krass, wir kommen nicht mehr voran, wir haben zu viele Bugs, was müssen wir denn tun? Wir stecken alle Mitarbeiter jetzt mal in wunderbare Schulungen zu Test-Driven Development 2 Tage lang. Wirkt es oder nicht? Kann man sich ja angucken dann, wenn man sowas macht. Ja? Ich will ja, dass es wirkt.
cool finde ich auch, wenn man erstmal, das ist ja nicht weiter schwierig, mal zu überlegen, was haben wir eigentlich für einen internen Stundensatz, so für Entwickler, so im Schnitt im Team. Ja, kann man sich mal überlegen. Und dann kann man sich überlegen, wenn man Aufwände gemessen hat, was kostet in diesem Team oder in dieser Service-Line, was kostet uns eine Story? Also was, ja, 800 Euro, okay, cool, weiß ich jetzt. Und dann muss ich erstmal einen PO finden, der sich sicher ist, dass er eine Story ins Team bringt, die 800 Euro wert ist. Ja, auch das schult ja das Denken. Ja, und es ist ja tatsächlich, Martin Fowler sagt hier, Agile Maturity Index, der erste Schritt in der Agilisierung eines Teams ist Business Value Denke. Nicht Effizienz, nicht mach mal Scrum, mach's mal richtig, limitiere mal WIP. Das kommt alles viel später. Business Value. Ja, und das ist tatsächlich Kosten-Nutzen-Denken, ist es nicht. Und das will ich im Team haben. Wir können natürlich dann auch wieder sagen, so insgesamt über die Company, wie sieht es denn aus, weiß ich nicht, hier im letzten, ich weiß es gar nicht, was der Zeitraum hier war, wo fließen die Aufwände insgesamt hin? 3/4 unserer gemessenen Aufwände fließen in Story-Entwicklung, puh, jetzt geht's mir gut. So, das kann ich machen, das finde ich gut, dass ich das kann. Okay? Hast du mir schon Zeit angezeigt eigentlich? Ja, gut. Ist noch gut, ja? Ist gut. Cool. kennt ihr den Happiness Index? Wer kennt den Happiness Index? Okay. Haben wir uns geklaut. Henrik Nieberg kennen vielleicht noch mehr Leute als den Happiness Index. Ist ja auch ein agiler Guru. Von ihm bitte alles lesen. Alles gut. Der hat seinerzeit bei Crisp in der Company gesagt, er möchte regelmäßig, leichtgewichtig Feedback über die Zufriedenheit der Mitarbeiter haben, weil er glaubt an diese Kette. Zufriedene Mitarbeiter führen zu zufriedenen Kunden, führen zu zufriedenen Stakeholdern. So rum. Also selbst wenn ich als CEO einer Aktiengesellschaft eigentlich am Ende Shareholder Value liefern will, muss ich bei den Mitarbeiterzufriedenheit anfangen. Ja? Und daran glaubt er und deswegen misst er die regelmäßig. Und das tun wir auch. Happiness Index funktioniert bei Henrik ganz, ganz einfach. Er stellt halt auf der Ebene, wo er es tut, Team, Company, regelmäßig die Frage, wie zufrieden seid ihr auf einer Skala von 1 bis 5? 1 ist worst, 5 ist best. Dann stellt er 3 Fragen. What makes you feel best right now? What makes you feel worst right now? What would help to increase your happiness? Wir haben es ein bisschen verändert und haben es elektronisch mit einem Google Drive Formular gemacht. Das heißt, wir haben halt hier die Nummer mit 2 Fragen. How happy are you with the company? And how happy are you with your team? Weil wir von Anfang an geglaubt haben, dass es nicht dasselbe sein muss. Und das eine tatsächlich mehr ein Management-Feedback ist, im Sinne von direkt. Wie mögen wir euch? Und das andere ist so, wie wohl fühle ich mich in meinem Team, was aber auch natürlich ein Ergebnis von gutem Management sein kann. Die Frage nach, what makes you feel worst right now, haben wir rausgeschmissen, weil die immer sehr redundant war zu den Change-Requests. What would you do to increase your happiness? Und ich finde die einfach proaktiver. Also, was würdest du denn ändern wollen? Deswegen haben wir die drin. Und manchmal nehmen wir auch noch so eine extra Frage auf für eine gewisse Zeit hier. Wie zufrieden bist du eigentlich, mit deinem eigenen Beitrag zur Firma? Es sind 2 Sachen drin. Ne? Lässt man mich eigentlich was Wertvolles tun? Komme ich dazu? Habe ich überhaupt schon mal sowas nachgedacht? So ein bisschen, sowas machen wir dann auch. Was passiert damit? Zum Beispiel, ich gucke mal, ob ich noch näher rankomme. Zum Beispiel haben wir einfach die Möglichkeit, das über die Zeit zu visualisieren. Die blaue Kurve ist die Team-Happiness über die Zeit, die orangefarbene Kurve ist die Company-Happiness über die Zeit. Und man kriegt dann zumindest erstmal, also hier vorne war so die Einschwingzeit, da haben wir damals mit angefangen in 2012. Ich glaube, so ab März, muss man sagen, waren die Daten halbwegs stabil. Die Happiness bei uns liegt irgendwie immer zwischen 3 und 4. Die Team-Happiness liegt immer höher als die Company-Happiness. Uns geht es jetzt nicht irgendwie super blenden, aber uns geht's gut. Und die Leute sind mit ihren Teams zufrieden als mit der Firma, aber das wundert mich nicht. Mehr kann ich auch nicht sagen, aber ich weiß es jetzt wenigstens. Man muss auch dazu sagen, das Ziel an der Stelle ist nicht auf 5 zu optimieren. Also ich will, also es ist ja auch irre, stell dich vor, Mitarbeiter, die den ganzen Tag so rumrennen, dass sie das Gefühl haben, das ist das beste Team auf dem Planeten und die beste Firma auf dem Planeten. Was tue ich denn ins Wasser? Nee, das ist nicht das Ding. Aber wir haben auch so Bewegungen drin. Manchmal geht die Company-Happiness hoch und die Team-Happiness bleibt aber konstant oder andersrum. Und dann haben wir Dinge, über die wir reden können. Zum Reden können sage ich noch was. Viel spannender finde ich aber eigentlich das qualitative Feedback. Das sind Freitextfelder, wo die Leute sagen, what makes you feel best? What do you want to change? Und was ich als erstes immer tue, ist regelmäßig, ich hau einfach alle Antworten in so einen Word-Cloud-Generator. Ich benutze Wordle, falls das jemand schön findet. Super leichtgewichtig, super schön. Ich schmeiß die ganzen Füllworte wie und mit und hast du nicht gesehen raus. Und dann bleiben Sachen übrig wie, was sind die Sachen, die euch glücklich machen? Agile, gut. Team, sehr schön.
Great Working, Progress, Sommerfest, ja, so, ja. Refresher war, da haben wir gerade so einen Auffrischungskurs in Agilität für alle Teams gegeben. Das haben wir danach, das war das Feedback, ne? Agile Refresher ist da ziemlich groß zurückgekommen. Gibt mal so einen ersten Eindruck. Was ich dann auch noch tue, ist tatsächlich eine Cluster-Analyse davon zu machen. Das heißt, ich lese mir die Antworten durch. Die sind natürlich anonymisiert. Also dass keiner schreibt seinen Namen irgendwo rein, ja? Ganz wichtig. Aber ich lese mir die Antworten durch und sage, okay, diese Dinge hier, die bewerte ich als irgendwie Feedback zum Thema Agilität hier im Haus. Diese Dinge unten rechts, die blauen, bewerte ich zum Thema Feedback fürs Team. Die roten sind Performance-related und die orangefarbenen haben was mit Management zu tun. Das ist dann nochmal inhaltlich, semantisch korrekter als einfach nur die Word-Cloud. Weil wenn da steht Team, kann es ja auch irgendwie bedeuten, ich wünschte, mein Management würde mir ermöglichen, dass wir so gute Teams hätten wie bei Facebook. Dann wäre es eine Management-Kritik, als irgendwie Freude über das Team auszudrücken. Das sehe ich aber hier. Und was ich dann damit mache, ist, oder was ich damit gemacht habe, das war sehr cool, nach einem Jahr Messen hatte ich dann ein sehr stabiles Bild von den großen Dingen, die unsere Mitarbeiter in der IT glücklich machen. Das sind genau die drei Sachen. Die kommen immer wieder als die großen Sachen, what makes you feel best right now. Und wenn man das aber weiß, dass das bei den Mitarbeitern, um die man sich da gerade kümmert, die Happiness-Driver sind, dann ergibt es eigentlich ein empirisches Führungsleitbild. Ja? Ich kann jetzt zum Management gehen, oder die kommen ja da auch und gucken sich das an, und kann sagen, da bitte, das ist der Schlüssel. Ja? So wollen eure Mitarbeiter geführt werden. Was ich auch mache, ist so Trendanalyse über die Zeit. Manchmal gibt es so Blitzlichter. Wenn wir eine Weihnachtsfeier hatten, dann gibt es danach ganz viel Feedback zur Weihnachtsfeier. Das war eine tolle Weihnachtsfeier. Das taucht dann aber auch danach nicht mehr auf. Ne? Ist auch schön, wenn man, wie ich auch daran glaube, dass Incentivierungen und so Dinge immer sehr kurzfristig motivieren. Das zeigt sich hier auch. Langfristige Motivation, Teams, Agile, Performance, die sind immer da. Genau, machen wir alle 14 Tage, lade ich per E-Mail zu ein, stimmt mal wieder ab und ich mache alle drei Monate so eine größere Runde, wo ich die Dinge detailliert analysiere, dem Management einmal vortrage, dann allen Leuten so eine Art Vollversammlung bei uns vortrage, Feedbackrunden drehe, noch anbiete, das in die Abteilungen runter zu destillieren und damit zu arbeiten. Das ist das, was wir damit tun. Wie sind die Beteiligung? Sieht man hier, warte mal ganz kurz, blub, 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 nicht, dass ihr euch schlecht, habt ihr die da debeln eigentlich auf? unterschiedlich. Ne? Also die Balken sind die Beteiligung, das sind die Anzahl Mitarbeiter. Wir kommen in besten Zeiten schon über die 50%-Marke, was ich gut finde. Das ist manchmal ist mehr als bei einer Kommunalwahl manchmal. Aber gerade so in Zeiten von es ist Sommer oder irgendwie auch Herbstdepression schlagen wir uns auch immer rein, glaube ich. Nee, es ist Frühjahr. Und dann ist es Winterurlaub. Da haben wir dann so 40. Ja? Also ich habe ja gesagt 160 Mitarbeiter in der IT, die hier sozusagen gebeten werden. Ja? Aber wenn mir, ich finde es toll, wenn mir 60 Leute alle 14 Tage ein Feedback geben. So, jetzt muss ich ein bisschen vorspulen wieder. Blub, blub, blub. Die letzte Geschichte, die wir gemacht haben, ist ja die Frage, kommen wir eigentlich voran? Und da glaube ich an die Kraft der Visualisierung. Die Frage ist ja immer, haben wir Flow? Und auf so einer Ebene Team habe ich das Board, da kann ich Flow visualisieren, wenn ich Kanban verstehe, kann ich das sogar nach den Kanban-Regeln machen. Das erste Kanban-Prinzip ist ja Visualize Your Flow. Das kann man oder machen wir jetzt tatsächlich auch auf der Ebene des Gesamtproduktportfolios. Das soll heißen, alles was ihr hier an Kärtchen seht, also das hier oder das hier, ist ein Epic. Es gibt auch nur Epics auf diesem Board. Also große Dinge. Uns interessiert hier die Abstraktionsebene Story oder Task nicht. Die Zeilen, die ihr seht, sind bei uns, also man könnte sagen Themen, Projekte, wir nennen es Initiativen, die sind meistens größer als ein Epic. Da hat man irgendwie die Idee, lass uns doch mal eine neue Produktidee ausprobieren. Das wird bestimmt ein Jahr dauern, bis aber so, ne, so Dinge. Ja? Und die Spalten sind halt die normalen Spalten, die man aus dem Value Stream halt kennt, aus der Wertschöpfungskette. Ich habe eine Idee, ich gehe in die Planung rein, jetzt ist sie ready to rock, jetzt kann ein Team sich mit dem Epic auch beschäftigen, das Team beschäftigt sich damit und es ist dann. Und wenn ich das so auf Unternehmensebene komplett visualisiere und dann auch noch das Zoom-Feature benutze, um einfach mal rauszuzoomen, dann sehe ich zwar weniger Details, aber ich sehe, was machen wir insgesamt, in welchen, wo liegen gerade die meisten Sachen rum. Also wenn hier zum Beispiel zum Jahresende aufgenommen, liegt ganz viel auf dann, klingt richtig. Ja? Wenn ständig alles in Progress voll ist und davor alles leer ist, klingt falsch. Ja? So kann ich mir das angucken. Ich kann gucken,
hier gibt es offenbar irgendein Thema, das ist ja eine so eine Zeile, wo hier im Progress 8 Epics drin sind. Klingt falsch. Und ihr seht vielleicht Farben. Wir haben einfach mal, ohne dass wir es standardisiert hätten und vorgeschrieben hätten, wie lange Epics dauern, gesagt, ein Epic, was 3 Wochen oder länger dauert, wird gelb. Und ein Epic, was 6 Monate dauert, wird rot. Weil wir glauben, das ist irgendwie nicht gut. Das zeigen wir jetzt einfach nur mal an. Ich würde sagen, hier unten gibt es irgendwo ein Problem. So, ja, jetzt müsste man sich damit beschäftigen. Ist das vielleicht irgendwie, was ist das? Hat man es nicht gut aufgestellt, das Projekt? Hat das viele Abhängigkeiten zu anderen Themen? Ist hier ein Team drauf, was eigentlich sich den ganzen Tag nur darum kümmert, Probleme von anderen Leuten zu lösen und sein eigenes Zeug nicht mehr? Ne? Solche Dinge kann ich jetzt sehen und ich kann damit auch vors Management gehen und sagen, ey, es ist so toll, dass ihr jetzt 10 neue Ideen habt, nimmt mal 10 runter. Das brauchen wir. Genau. Genau. So. Ich habe ja gesagt, unsere originäre Idee war, wir bieten diese Sachen an, wir machen es jetzt einfach mal transparent und skalieren damit unsere Transparenz in die Tiefe des IT- und Produktentwicklungsmanagements und kriegen darüber auch Agile dann skaliert. Das hat unterschiedlich gut geklappt, das zeige ich euch jetzt gleich. Und vor allen Dingen sind Dinge passiert, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ich habe nämlich hier 2 Achsen und das wusste ich vorher gar nicht. Ich habe nämlich versucht, in die Tiefe des Managements sozusagen die Linie zu skalieren, Dinge transparent zu machen und sie in die Feedback-Schleife mit einzubinden. Ne? Also muss man auch nochmal dazu sagen, es ging hier nicht nur um Reporting. Der Unterschied ist für mich, Reporting heißt, ich schicke was hin, fire and forget. Die Transparenz, die ich haben möchte, ist, ich mache Ihnen ein Angebot, zeige Ihnen Dinge, auch ganz mutig, und bitte Sie aber auch mit uns darüber zu reden, regelmäßig. Ja? Das ist für mich der Unterschied. Und im Laufe der Zeit habe ich kapiert, dass von diesen 4 Tools, die wir für uns da eingeführt haben, plötzlich eine Breitenwirkung bei einigen entstanden ist. Und was könnte Breitenwirkung sein? Das sind eben andere Abteilungen, die links und rechts von der Produktentwicklung laufen, die ich überhaupt nicht im Blick hatte. Ich zeige es euch im Überblick, dann gehe ich rein. Das Thema Business Value Estimation hat nicht so eingeschlagen wie Bombe bis jetzt im Management. In der Breite auch kaum Bedeutung. Das Thema Aufwandserfassung ist im Management beliebter, aber auch nicht der Burner. Keine Breitenwirkung. Das Thema Portfolio-Visualisierung, Flow-Visualisierung findet das Management toll, auch wenn sie noch nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Hat eine Breitenwirkung entfaltet, so eine moderate, die mich total überrascht hat und die ich total schätze. Und das Thema Happiness Index findet das Management total gut und hat die ultimative Breitenwirkung. Wie das? Also gehen wir mal rein. Business Value Estimation. Das große Problem ist, dass wir auf der Ebene, wo die Epics erzeugt werden, das nicht geschafft haben, eine große Akzeptanz dafür zu erzeugen. Es gibt ganz viele bei uns auch Product Owner, die zumindest das Gefühl haben, sehr stark Roadmap getrieben zu sein. Ja, da gibt es halt dann ganz starke Business-Anforderungen und wenn man denen dann sagt, jetzt musst du aber auch noch auf der Epic-Ebene den Business-Value definieren, dann gucken die mich an wie Auto, weil eigentlich kriegen die ein Stück weit gesagt, sie müssen halt das liefern. Ja. Ist gar nicht gut, ist ein Problem in sich, aber denen dann aufzuzwingen auch noch so, funktioniert nicht. So, das ist ein Ding, aber auch interessanterweise interessiert sich Management dafür auch nicht. Ich muss dazu sagen, es geht uns, glaube ich, zu gut. Wir sind ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen. Wir bauen irgendwie das richtige Produkt. Jeder benutzt uns. Offenbar haben wir hier auch nicht so ein großes Problem. Ja? Okay. Aufwandserfassung. Das große Problem ist hier die Zuverlässigkeit. Es macht total viel Sinn, wenn die Teams das zuverlässig machen. Aber wenn es dann einschläft, weil ich im Urlaub bin, dann ist es sofort blöd. Dann kriegst du sofort, wenn du Daten hast und darüber reden möchtest, dieses Problem des mangelnden Vertrauens in die Daten. Das ist immer ein bisschen blöd. Hier gibt es ein grundsätzliches Interesse des Managements an Ergebnissen, an diesen Daten, weil sie die Leute halt auch bezahlen. Ich glaube aber, das ist eher der Tatsache geschuldet, dass es immer noch beim einen oder anderen alte Kontrollreflexe gibt, als dass man das als Lernwerkzeug betrachtet. Insofern bin ich vielleicht gar nicht traurig darüber, dass es nicht so eingeschlagen hat. Aber für die Innenbetrachtung oder vielleicht andere Art, also für dieses Team, ihr müsst Business Value optimiert arbeiten. Dafür finde ich es nach wie vor richtig cool. Oder auch für die Betrachtung, lasst uns unser Backlog doch mal nach, was kostet uns unser Backlog zu bauen? Und passt der Business Case dazu? Das finde ich immer noch sehr, sehr schön, würde ich immer machen.
Portfolio-Visualisierung hat ein sehr starkes und eine sehr starke Unterstützung im Management, also bei vielen, nicht bei allen, aber es gibt manche, die sagen, ich gucke mir das regelmäßig an, ich sehe da Dinge, ich sehe plötzlich, ich muss da mal hingehen und habe das Gefühl, ich habe mich da, vielleicht habe ich auch mich nicht klar ausgedrückt, vielleicht haben die ein Problem und ach, die brauchen Hilfe, solche Dinge passieren. Richtig spannend war, dass wir haben ja Stakeholder natürlich, ne? Wir haben ganz viele interne Stakeholder. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben ein Marketing, wir haben eine Business Development Abteilung, wir haben auch unsere Geschäftsführung hat manchmal nachts eine tolle Idee und dann wird sie plötzlich zum Stakeholder für unsere POs und die wollen, wenn die Dinge sehen, dann sind die total glücklich. Also gerade unser Customer Support, wenn ihr ein Problem habt, ihr kommt nicht auf die Seite, Kennwort abgelaufen, dann könnt ihr bei uns in der Hotline anrufen. Ja. Und die Leute, die müssen wir schulen, wenn wir die Produkte erweitern. Die müssen ja die Sachen bedienen können, die wir bauen. Die werden halt oft vergessen. Ja? So. Und die haben sich total gefreut. Die meinen, krass, ich gucke jetzt da einfach einmal in der Woche drauf, was ist neu im Progress, dann weiß ich ungefähr 6 Wochen frühestens oder im Schnitt ist das fertig. Ich weiß, mit welchem PO ich darüber reden muss. Das steht ja da. Also es ist ein Tool für Stakeholder-Management geworden, ohne dass ich das überhaupt nur erahnt habe, dass es das wird. Wir sind noch nicht so weit, wie ich damit irgendwie möchte, im Sinne von Portfolio Kanban. Irgendwann hätte ich ja gerne mal sowas, Work-in-Progress-Limitierung auf einer Epic-Ebene für die gesamte Produktentwicklungseinheit. Ja, lass uns doch einfach mal nur 40 Sachen machen und nicht 100 und dafür viel schneller. Aber ey, erstes Kanban-Prinzip, ne? Langsam anfangen. Happiness Index. Großes Interesse. Ich muss sagen, liegt sicherlich auch daran, dass ich das immer so gut als Serviceveranstaltung mache. Ich lade dann halt die Manager ein alle 3 Monate und zeige ihnen das und bringe sie, aber sie kommen auch. Ja? Bis zur Geschäftsführung kommen sie und interessieren sich für diese Dinge, was ich gut finde. Wir kriegen das auch hin, Erkenntnisse daraus wieder zurückzuführen in die Abteilungen, Gespräche zu führen. Ein Zahn muss ich euch ziehen. Es ist keine Wunderwaffe für, jetzt wissen wir sofort, was wir ändern müssen, damit alle noch glücklicher werden. Das habe ich mal geglaubt. Das ist es vor allen Dingen dann nicht. Ist es vor allem deswegen nicht, weil also bei uns ist es immer eine hohe Diversität von Themen. Also das heißt, wenn ich das dann so clustere in so einem Pie-Chart, dann gibt es immer einen ganz großen Cluster, zum Beispiel das Essen in der Kantine ist nicht so toll. Und wenn ich dann reingucke, das sind dann aber doch nur irgendwie 8 Leute, die das gesagt haben von 160. Da würde ich jetzt nicht anfangen, irgendwas konkret, ne, so dazu unternehmen. So, das funktioniert dafür nicht. Aber es funktioniert dafür, um darüber zu reden. Und tatsächlich auch, wenn man es dann zerlegt in die Bereiche, in denen gearbeitet wird, kriegt man dann schon Dinge mit wie, ach, das ist eher hier ein Problem. Zum Beispiel Teams, die eher im Backend arbeiten und nicht im Frontend, haben tendenziell eher ein Problem mit Identifikation mit dem Produkt. Ja? Sie haben ja keinen Kunden, den sie glücklich machen können. Ja? Da muss man also als PO auch einen anderen Job machen mit denen. Sowas kriegen wir darüber raus. Und das absolut Coolste ist, das Ding machen wir jetzt seit 4 Wochen bei uns im Sales. Da ist also unsere Vertriebsleiterin, und das ist ja nun, also machen wir ruhig mal kurz Vorurteile, ja. Vertrieb, sind bei uns 150 Leute, ist sicherlich nicht irgendwie die Brutstätte des Agile Mindsets. Das will ich auch gar nicht kritisieren, das funktioniert da ein bisschen anders. Da steht nicht Team, sondern Individuum, auch mit ein bisschen Challenge und so im Vordergrund. Da wird auch mit harten Zielen und Monetarisierung und variablen Gehalt sehr stark geführt und so. Und ich habe gar nicht das Gefühl, dass die Leute, die da arbeiten, das stört. Man sucht sich das ja auch immer so ein bisschen aus, wo man arbeiten möchte und was man für ein Typ ist. Aber das Management im Sales hat begriffen, dass sie auch eine Führungsaufgabe haben, die sich an die Zufriedenheit der Mitarbeiter ausrichten muss. Und das ist eigentlich dann doch wieder eine sehr agile Leadership-Management 3.0-Geschichte. So. Und diese Idee ist uns gelungen zu transportieren. Das heißt, das Sales-Management bei uns interessiert sich jetzt offiziell für die Zufriedenheit der Mitarbeiter. So, also, Breite ist die neue Tiefe. Soll heißen, ich wollte in die Tiefe, bin nicht ganz so weit gekommen, bin dann mehr in die Breite gegangen. Und, Moment, gleich sofort eine Frage, also ich bin eh gleich durch, so okay, ja, weil sonst zuckst du wieder gleich. Und was ich mich jetzt frage, ist halt, da weiß ich noch, ich habe jetzt halt explizit überlegt an der Stelle, was ist denn, wenn ich jetzt Tools mir überlege, auch mit Leuten zusammen, die für die Breite da sind, explizit Bedürfnisse in der Breite bedienen, wirkt es vielleicht auch auf die Tiefe zurück. Keine Ahnung, aber das finde ich gerade sehr spannend, weil ich glaube, wir werden es verändern. Ja? Also Dinge, die hier nichts taugen, schmeißen halt raus, nehmen wieder andere rein. Und vielleicht der Approach und dann da. Das ist das, was wir tun. Jetzt kommt das Fragezeichen und wer noch Fragen hat, ich bin den ganzen Tag hier.
Thank you.